hängen. Also in sehr vielen Teilen dieses Hauses. Yeah, eine Tür. Tja, ich kann dir leider keine Jacke geben, ich habe nämlich keine dabei. Meine liebe Schwester. Also was uns an dem Teil besonders freuen wird, was man am ersten Teil hatte, hat man hier nicht. Was liegt hier? Notizbuch 3. Da liegt ein Notizzettel. Masumi, ich bin es. Miyako. Entschuldigung. Ich habe dich gesucht. Lass uns nach Hause gehen. Zusammen schaffen wir es. Ruf mich, wenn du dies liest. Dies findest, meine ich. Ich bin in der Nähe. Ich vermisse dich. Du legst die Notiz in deine Mappe. Würde ich jetzt nicht so sagen, dass hier irgendjemand ist. Im Waschbecken ist etwas trübes Wasser. Okay, hier finde ich nichts. Hier finde ich wahrscheinlich auch nichts. Okay. Anscheinend eine kalte Kohlen. Irgendwas. Da ist Staub drin. Sie ist lange nicht benutzt worden. Interessant. So. Dann, ja, hier kommen wir nicht weiter, also gehen wir wieder. Und tschüss. Oh Mann, ich habe immer so ein bisschen Schiss, wenn sie hinter mir steht, also meine Schwester halt. Weil die einfach manchmal stehen bleibt und meint irgendwas. Ja, warum wohl? Warum? Weil die Banane krumm ist, ne? Und ich sollte echt das Spiel mal mit Ton spielen. Das ist gruseliger als ohne. Die Tür steht etwas offen. Ja, dann öffne sie. Hoppi. Mach. Gut so. So, jetzt gibt es hier einige Zettel zum Aufheben. Ja. Something's strange about this place. Ja, nichts Neues, oder? Warte, bevor wir das jetzt einsammeln. Ah. Oh mein Gott, ich höre schon Geistmusik, ey. Auf dem Tisch liegt eine Taschenlampe. Taschenlampe, die Batterien scheinen in Ordnung zu sein. Jemand hat sie liegen lassen. Kamera obscura Hinweise. Ein altes Buch liegt unter der Taschenlampe. Der Titel ist Kamera Hinweise. Kamera obscura Hinweise. Diese Kamera erfand Dr. Aso, um damit Fotografieren von Spektralwesen zu machen, die man sonst nicht sehen kann. Durch die verbliebenen Gedanken von Personen kann sie die Vergangenheit enthüllen. Sie kann auch Wesen fotografieren, die man mit bloßen Augen nicht sieht. Von einem unsichtbaren Wesen ein Foto zu machen, hat eine austreibende Kraft, erzeugt aber auch eine Art Verbindung. Wenn die Kamera obscura achtlos eingesetzt wird, können diese Wesen sogar den Benutzer überwältigen. Ob ich den Ort des verbotenen Rituals im Herzen dieses Dorfes fotografieren kann? Wenn Dr. Aso hier wäre, wäre er sicher aufgeregt. Saicho Makabe. Du legst die Kamera obskure Hinweise in deine Mappe. Sie sind viel älter als die Taschenlampe, liegen wohl schon lange hier. Kamera obscura. Wer hätte es gedacht, dass wir die jetzt finden? Also ich nicht. Mio, sei vorsichtig. Das ist... Ja, das ist gefährlich. Ja, was soll's denn sonst sein? Allerdings. Allerdings. Und das ist der Kerl, der mit der Kamera in das Dorf kam. Was war das wohl, Kirie? Tja,
tja, tja, tja, tja. Für dich vielleicht. Uns wird es das Leben retten. The camera obscura. Richtig. What's that? Is someone here? Yay, unser erster Geist. Juhu! Oh mein Gott! Zeig dich endlich! So. Ja, ja, ja. Kamerabedienung. Kameragrundlagen. Kamerabedienung 1-3. Die Kamera Obscura ist eine spezielle Kamera, mit der Geister ausgetrieben werden können, indem man sie fotografiert. Ruhe, Ayo. Wenn man in die Richtung eines Geistes schaut, leuchtet das Film. Was Filmament in der rechten unteren Ecke des Bildschirms oder im oberen Bereich des Suchers. Sobald der Geist gefunden ist, hebt man die Kamera mit der Geist-Taste. Um einen Geist zu fotografieren, muss er in der Mitte des Suchers gehalten und der Auslöser betätigt werden X-Taste oder 1-Taste vor Voreinstellung. Die Anleitungen werden unter Zettel im Menü gespeichert. So, wir gehen jetzt aufs Menü. Und gehen jetzt auf unsere Mappe. Denn ja, wir müssen hier noch mehr bekommen als nur das. Ja, das haben wir ja gelesen. Ich mach den nur wieder weg. So, Zettel, Zeitungsausschnitt. War ja Kamera, hab ich. So. Das ist, glaube ich, das mit dem Hinweis und so. Ja, das ist es. Das ist das Foto von dem Paar. Achso, die Karte habe ich noch gar nicht. Okay, Moment. Zurück. Kamera. Ja, man sieht mal wieder, kann sie aufrüsten, wie man will. Ne? So wie überall. Es gibt auch irgendwo doch noch die. Ja. Ich habe Tim 14 drin, ne? Dann tun wir jetzt einfach mal den einlegen, den alten schlechten Film. Alter Film, schlecht erhalten, Ausräumungskraft fast verschwunden. Alter Film, geringe Kraft, Nachladen dauert länger als gewöhnlich. Die Kamera Obscura ermöglicht es für das Auge, unsichtbare Dinge zu fotografieren. Taschenlampe. Eine alte Taschenlampe, jemand hat sie hier liegen lassen. Schwarze Tasche, auf dem Dorfweg gefunden, enthält Notizen und Zeitungsausschnitte. Ja, schön. Wo war das jetzt? Ah ja, okay, ich glaube bei Mimo war es. Das verlorene Dorf. Das verlorene Dorf und all seine Einwohner verschwanden in der Nacht einer Zeremonie aus einem Bergwald. Seitdem ist dieser Wald von Finsternis und Nebel umhüllt. Das ganze Dorf ist verschwunden, bis auf eine Zwillingsgötterstatue. Selbst heute ist der Ort des Dorfes von dichtem Nebel bedeckt. Und wenn sich jemand im Wald verirrt, glaubt man, das Dorf hätte ihn gefangen. Ja, man sieht hier schon, man kann hier einige Sachen wieder als Memo haben. Das sind so Sachen, die hat sich Mio selbst aufgeschrieben. Oder selbst gedacht, wie auch immer. Und diese Sachen, die kommen, sind jetzt neu im zweiten Teil. Die sind auch im dritten Teil sehr stark vorhanden. Die Kamera Obscura. Die Kamera Obscura ist eine von Dr. Aso gebaute Kamera, die übernatürliche und für das bloße Auge unsichtbare Phänomen einfängt. Sie sollte Visionen der Vergangenheit und Geistergestalten fotografieren, war aber nur ein Prototyp, dessen Funktionen nicht voll erprobt waren. Mit dieser Kamera Dinge, die andere nicht sehen, zu fotografieren, hatte einen austreibenden Effekt. Sairo Makabe, ein Folklorist, der das Dorf der Götter untersuchte, ließ sich die Kamera von Dr. Aso aus, um das geheimnisvolle verbotene Ritual dort damit zu fotografieren. Dr. Kinesho Aso war ein Folklorist, der die Geisterwelt studierte. Er modifizierte die damals neueste Geräte, Kamera, Radio und Projektor und wollte eine Maschine bauen, die übernatürliche Phänomene einfängt. Die akademische Welt mied ihn, er war aber mit Makabe befreundet. Okay. Zurück. Was gibt's da jetzt hier noch? Irgendwas in der Mappe, oder? Ich glaube, Kamerabedienung. Nee. Ich bin mir sicher, dass es noch irgendwo was gab, wo ich lesen konnte, wie das funktioniert. Moment, ich find's gleich.
Foto, keine Fotos, cool. Kamera. Moment. Funktionspower. Also irgendwo steht das auf jeden Fall. Ich weiß es, aber irgendwie will ich es gerade nicht finden. Karte. Okay, eine Karte gibt's auch. Egal. Komm, zurück. Hier ist niemand. Was wollt ihr denn alle? So. Ich werde noch dieses Item hier mitnehmen. Nimm's hier auf. Da auf dem Boden ist etwas. Kreuzmedizin. Gibt eine geringe Menge an Stärke zurück, wenn sie im Inventarbildschirm benutzt wird. Düdüt. Düdüt. Okay. Sonst noch irgendwas? Nee, hier nicht. Gut, dann gehen wir jetzt einfach, weil wir es können. Wenn ich mal was sehen würde, danke. Hallo. Durch die Tür. Bam, 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 bam. Hallihallo. Na, wie geht's denn so? Ja, falsche Taste. Hallo, Frau an Tür. Why? Oh, ich habe einen Geist fotografiert. Und er ist verschwunden. Come on, let's get out of here. Da hat sie ja ausnahmsweise mal recht. Lauft, wenn ihr noch könnt. Die blockierende Kraft von der Tür ist jetzt verschwunden. Die Kamera soll wohl Dinge abbilden, die andere Menschen nicht sehen können. Könnte das die Macht der Kamera Obscura sein? Ah, Hilfe. Moment, Moment. Ich habe immer noch irgendwie die Geistersachen. Also. Das überhaupt irgendwas? Nein. Okay. Moment. Stopp. Jetzt gehen wir mal nur auf die Kamera oder so. Nee. Memo? Auch nichts Neues, ne? Okay. Auf Objekten gibt's auch nichts Neues. Nein. Verzerrte Frau. Ja, super cool. Okay. Gehen wir. Oh yeah, wir haben eine Lebensanzeige. Boah, wer hätte das gedacht? So. Komm, Mio. Mio. Gut, braves Mädchen. Mio bleibt nicht stehen. So, und Mio hat gesagt, dass wir jetzt gehen sollen. Und das machen wir jetzt auch. Gehen. Die Tür ist von irgendeiner Macht, von irgendeiner mächtigen Kraft verschlossen. Super. Hallo. Wie geht's denn so? Oh, ja, ich bin doch gerade dabei. Frau an der Tür. Hallo! Du willst es nicht ernsthaft, dass ich da jetzt durchgehe, oder, Mio? Oh. Mayo meine ich. Okay. Dann gehen wir da durch, komm. Ich sehe nichts. Danke. Es ist von einer mächtigen Kraft verschlossen. Super geil. Thank you.
soll man das jetzt schon darstellen soll? Bäh. Und im Foto ist ein anderer Ort, eine Brennschale, die irgendwo steht. Zufälligerweise waren wir da gerade. Das Foto der Brennschale kommt in deine Mappe. Die besonderen Fotos werden unter dem Menüpunkt Mappe abgelegt.